Ist zwar noch keiner da, aber ich sag mal Hallo. Ich meine, wenn man das nachher sich anguckt, dann ist es schön, wenn man schon mal Hallo gesagt hat. Vor allem, wenn man mein Gesicht sieht. Hallo. Geht aber auch gleich los. Genau, ich mache hier kurz noch ein paar Kleinigkeiten und dann bin ich auch sofort da. Okay, pünktlich 8 Uhr. So, Skyrim, los geht's. Wo waren wir eigentlich? Ja, genau, ich war hier noch in der Schmiede. Ich habe hier Kram gemacht und die Quest für den Heini, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Wie heißt du? Was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Auf Was jeden könnte Fall. Das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenbluts? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Und solch Ja. eine Macht? Jetzt werde ich schon von allen Seiten wieder angequatscht. Ich wollte jetzt erstmal gucken, was wir hier zu tun haben. Genau, wir wollten mit den Graubärten sprechen. Das wäre ja als nächstes dran. Die Rotwardonen finden wir bestimmt noch irgendwo. Und ja, die goldene Klaue wird bestimmt auch noch an den Mann gebracht. Und noch ein paar Nebenquests. Gut, wir machen einfach mal mit der Hauptquest weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so Bei den falsch. Göttern, dann ist es wahr? Ja, halt Ein die Drache Klappe. hat Weißlauf angegriffen. Alter Schwede. Sollen denn einfache Krieger ein solches Monster? So, gucken wir mal auf die Karte. Da wollen wir hin, nach Hof-Rofgar. Am besten. Wo kommen wir denn am besten? Ich glaube, wir müssen dann von hier, von Ivarstadt am besten hin. Reisen wir mal hin. Ich muss mal kurz meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Die sind extrem laut. Ich habe das Gefühl, ich schreie. So, besser. Gut. Latschen wir mal los. Hallo. Willkommen bei Skyrim. Glaube ich. Ja, es sieht aus wie Skyrim. Es ist Skyrim. Oh shit, das wollte ich nicht. Mal aus Versehen wieder Stimme benutzt. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Das habe ich schon mal gehört. Mal gucken. Ich hätte auch einfach den normalen Weg nehmen können. Nein, ich höre mich nicht selber. Ich habe den Sound vom Game. Der war extrem laut gerade und das hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen, ich will nur nicht schreien, das ist alles. Ich habe auch einen Kopfhörer nicht so richtig auf, damit ich eben nicht zu laut rede, weil ich habe das Gefühl, das passiert dann ganz schnell. Okay, schauen wir mal, was auf der Schrifttafel steht. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. So sieht's aus. Mal weiter. 7000 Stufen oder was das sind? Ja, schon Stufen. Da ist das. Moment, wieso habe ich eine zweihändige Waffe ausgerüstet? Ich meine, okay, ein Schlag tot, aber das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Muss ich mal kurz. Ich hab. Was? Wo ist meine einhändige Waffe? Oh. Gut, dann sind wir erstmal damit beschäftigt. Muss ich vielleicht zweihändig noch ein bisschen leveln. Ja, egal. Gehen wir mal weiter. Ach so, noch eine Ausdauer. Ich bin heute nicht so 100% fit, also sorry, falls ich schniefe oder zwischendurch mal kurz niesen muss. Ich werde es versuchen, so gut wie möglich off camera zu machen. Aber nur als Vorwarnung. Bilger. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hof-Rothgar emporsteigt. Auf jeden Fall. Ihr braucht etwas? Joa,
sprechen wir mal mit dir. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Warte mal kurz, Chat. Die ist nicht da. Er ist nicht da. Ich glaube, ich bin gerade verwirrt. Sorry, ich habe die Nachricht jetzt erst gesehen. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Also gut. Meine Waffe zu dem Zeitpunkt ist nicht da. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade, also beim letzten Mal noch eine hatte. Ich weiß nicht, warum die weg ist. Ich bin verwirrt. Oh. Ich lese die Schrifttafel. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Weiter geht's. Bleibt hier immer ein bisschen blöd an die Stufen hängen. Daran merkt man, dass es ein älteres Spiel ist. Wolf. Der Eiswolf. Ja, tu doch auch mal was. Nee, nicht runterrutschen. Ich will dich noch looten. Nein, nein, nein. Okay, egal. Bleiben wir auf Kurs. Ich versuch's zumindest. Ein bisschen Kram auf dem Weg mitnehmen. Noch ein Wolf. Bleib mal auf den Stufen. Ich habe mich hier schon mal verlaufen. Das war nicht so cool. Also verlaufen im Sinne von, ich bin irgendwie einfach nur den Berg hochgegangen und dann irgendwie nicht da angekommen, wo ich hin wollte. Bergtroll, ja. Ich glaube, heute ist es soweit. Ja, der Bergtroll wird heute erlegt. Denke ich. Es kann auch sein, dass ich erst sterbe, aber ich werde vorher speichern. 100%. So. Schrifttafel. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. So in Retrospektive ist das wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch. Ich nehme mal den Distelzweig mit. Ich weiß, dass den jemand da gelassen hat als Vergabe. Wie auch immer. Egal. Ich nehme mit. So. Was haben wir hier? Eine Säule. Gut. Das ist ein roter Punkt, aber es ist nicht nah genug. Wir müssen es ja auch nicht heraufbeschwören. Wenn die Gegner kommen, kommen sie. Wenn nicht, dann lassen wir es, ne? So viele Ziegen. Ich fühle mich auch immer wie eine Bergziege, wenn ich hier hochlaufe. Wenn ich weiter geradeaus gehe, kommt eine Bärenhöhle. Aber vielleicht erstmal nicht. Gut. Nächste Tafel. Lass mal mit ihr quatschen. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Da bist du nicht die Erste, die das sagt. Gut, habt ihr die Graubärte auch gehört? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend.
So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Von mir aus. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Was ist schuld? Oh, noch eine Tafel. Emblem 4. Kühne wandte sich an Paturnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zug. Und weiter geht's. Immer den Ziegen nach. Können wir mal kurz auf der Karte gucken, wo wir schon sind. Es ist noch ein Stück. Hier könnte es sein, dass der Troll gleich auftaucht. Mal speichern. Speichern ist immer gut. Da oben ist er. Bist du bereit, Lydia? Los geht's. Da sind noch zwei Hände, ich bin gar nicht gewohnt. Ja, Feuer, Lydia, gib ihm, heiz ihm ein! Das ist ein Down, was soll das? Shit, nein, Druck. Oh nee, das war nicht die richtige. Das ist der kleine. Ich habe nur kleine Heilung. Nein. Okay, dann müssen wir ein bisschen aushalten. Oh Gott. Komm zu dir, Lydia. Ich brauch dich. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Es ist schön, dass zwei Hände sich die ganze Zeit verbessert, aber ich habe immer noch keine Stufe zum Aufsteigen. Damn! Nicht, dass ich die nicht vielleicht gebrauchen könnte, aber hey. Nein! Ah! Tot. Gut, dass ich gespeichert habe. Let's do it again. Ich trinke mal einen Schluck. Ich trinke mir ein bisschen Mut an. Ich hätte gern jetzt meine einhändige Waffe tatsächlich. Ja, RIP. Absolut. Habe ich nicht noch irgendein Gift? Gift wäre gut. Ich habe bestimmt ein Gift. Des Langleins. 10 Sekunden lang ein Giftschaden pro Sekunde. Schwaches Gift der Zürnung? Nee. Gut, ich habe keine Frostwaffe. Ja, komm. Er ist schon mal nicht resistent, das ist gut. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt kriegen wir ihn. Jawohl. Danke, Lydia. Trollpferd. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und nur beim zweiten Anlauf. Gut. Dann gucken wir mal hier weiter. Schrifttafel. Emblem 5. Die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Great. Ich finde es halt auch immer ganz witzig, dass man eigentlich hoch muss, aber es geht ständig hoch und runter. Also man hat das Gefühl, man kommt nie an. Und ich habe das tatsächlich versucht, mal hier so querfeldein zu machen, aber kann ich nicht empfehlen. Echt nicht.
Wir laufen einfach schön den Weg entlang. Und sprinten, was das Zeug hört. Wann habe ich eigentlich einen Level up? Ah, noch ungefähr ein halbes Level, okay. Vielleicht doch ein bisschen zwangsläufig zweihändig leveln. Emblem 6. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Erobern die Kinder. Ach so, ja, stimmt. Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Da kommen der Sache näher. Kommst du noch mit, Lydia? Okay, die bleibt irgendwie immer auf der Treppe stehen. Ein langer, erschwerlicher Weg. Und dann auch noch mit einer 200. Wie viel Run ist das? Ist mein vierter, aber einen habe ich nicht komplett durchgespielt. Also was heißt komplett durchgespielt? Ich spiele die eh nie komplett durch, weil man so viel machen kann. Dann mache ich mir lieber nochmal einen Kara, um den dann einfach woanders reinzuschmeißen. Oder halt verschiedene Disziplinen auszuprobieren, weil ich das sehr interessant finde. Aber ich versuche halt die Story immer ein bisschen durchzulaufen. Einfach, weil man dadurch ja auch Kram kriegt. Gerade die Worte hier von den Graubärten, die sind super nützlich. Ansonsten, ich habe schon überlegt, ob ich in dem Run Vampir werden will. Also, why not? Mal gucken. Nächste Schrifttafel. Emblem 9. Ich glaube, wir haben was übersehen. Ich gehe jetzt nicht zurück. Es ist mir gerade egal. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrofgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Das ist aber auch das Wichtigste. Was wäre cool, Vampir? Finde ich auch cool. Hab ich noch nicht ausprobiert. Ich habe nur einmal gegen die Vampire gekämpft und dementsprechend alle so gut es ging ausgerottet, aber andersrum wäre auch mal schön. Emblem 10. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Ja, ich aus Versehen. Fuß. Okay, hier war ja die Nebenquest. Was musste ich da nochmal rein tun? Ich muss mal kurz gucken. Da bringe die Vorräte nach Hochrofgar. Was sind die Vorräte? Essen? Ich weiß es nicht mehr. Sonstiges? Da, Klimmigs Vorräte. Ich habe sie gefunden bei Sonstiges. Ich will ihn auch nicht ausrüsten, ich will das da reinpacken. So, jetzt geschafft. Gut gemacht. Vampir wäre sehr cool. Ja, wie gesagt, fände ich auch mal interessant, weil ich es noch nie ausprobiert habe. Daher einfach mal gucken, wo es mich hier hinführt. Es ist einfach zu umfangreich. Aber deswegen kann man auch immer wieder, wieder zurückkehren zu dem Spiel. Das ist halt ziemlich cool. Okay, wir sind da. Freude! Dann gehen wir mal rein. Hallo, jemand da? Du, mit dir muss ich reden. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruf. Ihr nennt mich Drachenblut. Was bedeutet das? Ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Okay, ich schrei dich dann mal an. Schreit uns an und gebt uns eine Kost. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrofgar. Hi. Ich bin Meister Arngeier.
Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Was führt mich hierher? Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Ich folge eurem Ruf. Nochmal. Gut, ja, wir möchten natürlich herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist so eine Scheiße, ey. Kommst du hier hoch? Hi, ich bin Drachenblut. Übrigens, niemand hat sich bisher zu erkennen gegeben. Oh, okay. Muss wohl einen Grund haben. Gut, wer seid ihr? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Wo sieht's aus? Ich folge eurem Ruf, Meister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Und das macht die ganze Sache sehr interessant. Gut, ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Yes. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ro. Sieht schön aus, ne? Es kommt keiner, weil es so weit oben ist. Ja, definitiv. Es ist hoch auf dem Berg und es liegt auch noch Schnee. Also ich wäre da auch ein bisschen... Naja. So. Einmal drüber gelaufen. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Die Effekte waren schon cool für die Zeit. Zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Okay, habe ich das automatisch schon ausgerüstet? Ich weiß es nicht mehr. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Welche Ziele? Ach so. Da tauchen wir jetzt. Ja. Oh, sorry, Lydia. Du stürzt weg. Lydia, geh mal da weg. Gut gemacht. Guck mal her. Wieder einmal. Ja, Moment. Bin immer noch da. Ich bleibe hier und passe auf. Ich muss die mal kurz abstellen, bevor ich die noch aus Versehen töte. Zack. Noch ein, komm. Gib mir. Ihr lernt schnell.
wie gewohnt. Fliegt so nah! Was? Beeindruckend. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Lerne das Wort der Macht von Bori. Machen wir. Dass man hier ein bisschen Chaos veranstaltet. Ich glaube, die reden auch gar nicht mit mir. Naja, genau. Das war irgendwie, weil die Worte, die sie sprechen, so mächtig sind, dass sie nicht reden. Sonst würden sie Schaden anstellen. Sagt man das schon? Schaden anstellen? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Dass ich immer so langsam laufen muss. Es ist wie bei anderen Spielen mit diesen Begleitmissionen. Immer dieses schnell. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult! Und wieder was beim Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Schön. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schreinmeister findet. Ich muss den aber, glaube ich, erstmal ausrüsten. Schreie. Wirbelwind, Sprint. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Bex. Jetzt seid ihr dran. Das sieht so lustig aus. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Na dann los. Geschafft. Tatsächlich eine der Schreie, den ich eigentlich nie benutzt habe, weil... Ich meine, es ist wahrscheinlich cool, um damit durch Fallen zu kommen, aber irgendwie ist es für mich als Spieler nicht so intuitiv. Deswegen lasse ich den eigentlich. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es passiert einfach. Vielen Dank. Wie lautet meine nächste Aufgabe? Ich nehme mal das Erste. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Das tun wir. Oh, wir können ja noch mit ihm reden. Machen wir gleich. Das reimt sich. Wirbel, Wind, Sprint. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch ist. Ich habe es nie auf Englisch gespielt. Könnte ich eigentlich auch mal machen, aber... jetzt noch parallel noch eine Skyrim-Runde anfangen werde ich wahrscheinlich eher nicht. Okay. Ich talk mal noch mit ihm. Warum kehren die Drachen zurück? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Schön. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraus haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Wieso nicht? Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Mensch.
Was? Das habe ich alles vorhin schon. Nee. Doch, das habe ich doch schon gefragt. Ich frage mal nach dem Jorgen. Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alpen Nord. Ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. So sieht's aus. Was ist der Weg der Stimme? Das ist unglaublich viel. Ich frage jetzt ihn noch, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Ich glaube, dann gehe ich mal weiter. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Machen wir. So. Möge der Wind euch leiten. Genau, das wird er tun, aber nicht als mein Schrei. Ich nehme nämlich wieder die unerbitterliche Macht. Das ist ganz cool, den zu benutzen. Wenn ich dran denke, manchmal vergesse ich es auch. Und vielleicht auch einfach nicht aus Versehen Lydia mit umschmeißen. Die sollte ich auch mal wieder abholen. Die steht noch da drin. Nicht vergessen. Lydia. Wir brechen auf? Ja. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ich weiß. Und das ist eigentlich nicht so cool, weil wenn du stirbst, dann stirbst du. Dann gucken wir mal. Erstmal speichern wir. Sicher ist sicher. Was haben wir denn jetzt hier? Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Genau das müssen wir tun. Haben wir das auf der Karte? Da. Ustengraf. Dann können wir ja am besten hierhin schnell reisen zur Drachenfeste oder zum Wachturm. Zur Drachenfeste, weil dann, oder das ist, glaube ich, sogar noch besser, düster Winter. Machen wir mal schnell Reise. Wobei, ich will erst noch meine einhändige Waffe zurück. Also reise ich jetzt doch noch mal woanders hin. Wo habe ich die denn abgelegt? Habe ich die aus Versehen verkauft im Flusswald? Mensch, das geht doch nicht. Schauen wir mal. Ist auch noch Nacht. Oh, Kultisten! Ihr da! Ihr werdet Drachenblut genannt? So ist es. Ja, ich bin ein Drachenblut. Das scheinen die Graubärte zu denken. Ich weiß nicht, worum es geht. Seien wir mal sehr stolz darauf. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als ein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Das werden wir ja noch sehen. Lydia, du warst. Ich immer so am Weglaufen. Mirax, nimm mir wahr! Ah, ich brenne. Hilfe. Ich brenne. Okay, du bist tot. Oh, hör auf mich zu... Hallo? Excuse me. Mein Gott, ich wollte doch einfach nur... Ich brauche keine Laute. Ich brauche einen Zaubertrank. Sehr gut.
Das wahre Drachenblut kehrt bald wieder zurück und wird alle schauen. Oh shit, ey, was ist denn los hier? Ich kann mit zweihändigen Waffen null umgehen, das ist Wahnsinn. Ich habe den falschen Trank genommen, natürlich. Ihr werdet nicht gewinnen. Ah, schön. Schön, schön. Mein PC hat sich gerade verabschiedet, kleinen Moment. Ich glaube... Okay, 2 Sekunden. Und ich bin wieder da. ja. Gut, was können wir dir denn klauen? Kultistenrobe. Nee, die Maske. Ich hatte bei einem Run mal wirklich Lydia die ganze Zeit diese Maske tragen. Nicht, weil ich ihr Gesicht nicht mag, aber weil die einfach besser war, als dass sie gar nichts getragen hat. Deswegen werde ich die jetzt auch mitnehmen. Es ist gar nicht schlecht, sie ein bisschen auszustatten. So, komm mal her. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich weiß, ich bin dir sehr dankbar dafür. Bekleidung, Kultistenmaske. Kann die noch irgendwas gut gebrauchen, was ich habe? Vielleicht den Schild, wenn sie möchte? Nee, Moment, Moment, den Schild behalte ich, will ja einhändig bleiben. Das war jetzt irgendwie dumm. Okay, was hast du für Waffen? Ein Pfeil. Ein Pfeil. Viel Erfolg. Gesegnete Stahlstreitaxt, Eisenzahner der Müdigkeit. Achso, die habe ich ihr ja einfach nur zum Tragen gegeben, weil meine Tasche voll war. Stahlschwert und Stab der Flammen, genau. Ihr geht vor, ich folge. Absolut stylisch, oder? Ich meine, schaut euch das an, wie hübsch sie jetzt ist. Wo ist denn der andere Tote? Da vorne, der hat noch was. Kultistenbefehle, lesen. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmai, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Ismail, das bin ich, bevor ihr Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Esse. Ich bin viel stärker. Ein Riesenzeh. Nehmen wir mit. So, der Rest ist eigentlich unnötig. Gut, jetzt ist auch die Sonne aufgegangen, aber ich wollte gerade sagen, Alvo ist wahrscheinlich am Schlafen, wobei es ist später mal. Okay, es ist fast 6 Uhr morgens. Ich guck mal, ob ich mir was schmieden kann. Eben. Nee, und Eisen ist nicht so cool. Schlagen ist mir richtig. Eigentlich würde ich gerne Lydia das Schwert abnehmen. Sie hat doch sonst noch coole Sachen. Ich glaube jetzt einfach das Schwert. Wie kann ich euch dienen, Tane? Einfach, weil ich es kann. Das ist 200, 200, da ist das Schwert. Nehmen. Ich Geht trage hier? Zu viel mit. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Nimm mal ein bisschen Shit von mir. Das ist nicht so schwer. Ja, die ist natürlich sauschwer mit 20. Was haben wir denn noch hier? Können natürlich auch was verkaufen, ne? Aber das ist alles nicht wirklich schwer. Auf jeden Fall erstmal ausrüsten. Ups. Waffen. Schwert. Die Ringe sind eher für Geld. Das brauche ich alles nicht. Ihr okay. Bin immer noch da. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, ich hab's gleich. Essen. Ich habe bestimmt irgendwas. Ja. Nee, doch nicht. Das war der Wert, nicht das Gewicht. Das Rockerfleisch ist ein bisschen schwer. Aber ich habe doch nur 315. Wieso bin ich denn da schon so schwer? Ja. Nimm mal das Fleisch. Dann geht ihr voran. Ah, guck mal, da liegt ein Eisenkriegshammer. Aber ich will den nicht klauen. Keine Eisenbahn einfach mitnehmen. Okay, anyway.
Da wir das mit den Kultisten gerade gelöst haben, speichere ich natürlich nochmal. Ja, das Starschwert ist einhändig. Ich will ja auch einhändig spielen, weil ich dann wieder mein Schild benutzen kann. Zweihändig ist, es ist mir irgendwie zu klotzig. Ich habe damit meine Probleme. Es funktioniert, weil du halt super viel Damage machen kannst, aber ich finde es mega anstrengend. Weiß nicht. Also es gibt Leute, die lieben es. Ich gehöre eher zur Sorte. Ich mag mein einhändiges Schwert oder halt Magier. Magier ist auch top. So, falsche Taste. Karte wollte ich. Wo ist denn die andere Quest aufgeploppt? Hier hinten. Windhelm, ja klar. Ist die Frage, machen wir erstmal ein bisschen Zeitquesting oder gehen wir direkt weiter ins Grab? Ich glaube, ich hätte da eigentlich Bock drauf. Joa. Ja, machen wir doch so. Aber ich wollte noch irgendwas. Ich wollte Sachen verkaufen. Ja, ich warte mal kurz, bis die Geschäfte hier... Das heißt die Geschäfte. Bis irgendjemand aufhört, der mir was abnimmt. So. Du kaufst doch bestimmt Kram. Mög, was auch immer. Werft einen Blick drauf. Sehr schön. Behalte ich die? Ich meine, eigentlich will ich sie nicht behalten. Stirbt das Ziel dann von 7 Sekunden, füllt es einen Seelenstand. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber die ist zweihändig. Ey, komm, nimm mal. Schenke ich dir. Dann haben wir hier noch Pelz, Dietrich, Eisenbahn, Leder. Ich könnte das natürlich auch alles mal dingsen, zu Leder verarbeiten und das Metall auch verarbeiten. Aber vielleicht lasse ich es auch einfach Lydia tragen. Auf Wiedersehen. Tschö. Bin immer noch da. Mein Schmuck wollte nicht haben. Wie kann ich euch dienen, Tane? Sieht jetzt so lustig aus mit der Maske. Sonstiges. Oh ja, die Drachenknochen, klar, die sind natürlich kacke schwer. Ich will es nicht ausrüsten, ich will sie geben. Ja, sieht doch gut aus. Passt. Dann muss ich jetzt auch nicht zwangsläufig was verkaufen. Dann können wir direkt weiterreisen. Hier war gut. Sorry. Die Riesen. Ich schreie ja nochmal. Können wir natürlich kloppen, wenn wir wollen, ne? Wollen wir sie kloppen? Komm, ich probier mal. Oh Gott. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, das mache ich zu einem anderen Zeitpunkt. Gehen wir direkt dran vorbei. Schöner großer Bogen. Jetzt bin ich wieder angegriffen. Die sind ja auch eigentlich erst in Angriffslaune, wenn man zu nahe kommt. Sonst geht's ja. Können wir uns ein bisschen die Gegend angucken. Ich höre was. Da, Banditen. Ups. Der trifft halt auch einfach gar nicht. Okay, der hat gesagt. Auf eurem Fell mache ich mir einen. Ich kann. Das sind dabei Gold. Ja, den nehmen wir auch mit. Das ist alles schlecht. Ups. Einmal Taste zu oft gedrückt. Das ist schön, wie langsam die Pfeile in Skyrim fliegen, dass man den meisten eigentlich ausweichen kann. Komm her. Lydia, Feuer, los! Nehmt das, ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut, verliert es nicht. Warum bist du so random? Gnade.
bereit, heute zu sterben? Heilige Scheiße. Ich bin verwirrt. Ist das schon alles? Meine Güte. Ich musste den Flüchtling gerade auch total jetzt abwürgen. Reicht es. Der war zu random gerade. Okay. Oh, da hat mein Schild nicht mehr geholfen. Ihr seid so gut wie tot. Sagt die Richtige? So. Nordmed. Nein, nehme ich jetzt mal nicht mit. Brauche ich alles nicht. Dietrich sind immer gut. Pfeile für Lydia. Ja, du hast recht. Du hast recht. Oh. Könnte man natürlich meiner ich gebe euch Deckung. Treuen Begleiterin geben. Wait, bist du da ein Ihr Gegner? Geht vor, ich folge. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja. Ich nehme an, dies gehört euch. Was habe ich denn aufgesammelt? Ja, woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich werde diesen Dieb aufspüren und umbringen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich erinnere mich nicht an diese Mini-Quest. Anyway. Weiter geht's. Wer hatte noch Pfeile? Irgendjemand hier hatte noch Pfeile. Du warst Zauberer? Ja, okay, ein Pfeil. Und die nehmen wir auch mit. So, hast du ihn gefunden? Das freut mich aber für dich. So, Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Ich stehe zu eurer Verfügung. Das ist ein richtiger Allrounder. Ich liebe das. Nicht ausrüsten. Geben. Take it. So. Viel Spaß. Ups. Geht ihr voran? Wo sind wir jetzt hin? Den habe ich schon gelootet. Da noch mehr Pfeile. Ja, okay, sie hat jetzt erstmal genug. Bin verwirrt. Egal. Eine Schlammkrabbe. Ja, nehmen wir alles mal mit. War ich hier schon drin? Das ist weiß. Warte. Drück mal die falsche Taste. Nee, tatsächlich nicht. Ich lass die jetzt einfach mal machen. Ich in der Hütte. Ich gehe jetzt da rein. Ich mache jetzt weiter. Wenn ich gleich noch irgendwie vorbeikomme, dann. Ja. Eisen. Schön, nehmen wir mit. Im Zweifelsfall kann man es verkaufen. Loot. Streit. Stahlstreitaxt des Entziehens. Ja, schön. Gold natürlich, sehr gut. Den nehmen wir auch mit. Und ein Ring. Das ist schön, den nehme ich auch mit. Den kann ja Lydia geben. Hat sie noch eine zwei Hände Waffe? Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, heute, eure Last zu tragen. Heute ist der Tag, an dem ich Lydia einfach jeden Scheiß zustecke. Ihr geht vor, ich folge. So. Bücher lesen, perfekt. Hier kann ich auch was schmieden, wenn ich möchte. Was ist das? Mondstahlschwert. Das ist genauso wie meins, aber vielleicht hat es ein paar Extras. Solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Ziel für 20 Schaden. Oh, das ist doch geil. Das können dann hier bleiben. Freunde. Der Schrott. Gut. Let's go. Kann erstmal wieder wegpacken. Keine Ahnung, wo dieser NPC hingegangen ist. Er ist einfach verschwunden. Was haben wir hier noch? Gemüse und Käse. Mit. Jetzt habe ich aus Versehen den Tisch. Ich habe den Tisch mitgenommen. Diesen. Sehr, sehr robust. Passt sehr gut in meine kleine Tasche. Den Teller. Ich habe den Teller mitgenommen. Egal. Da lang. So. Jetzt sind wir wieder auf Kurs.
Mal sehen, was wir auf dem Weg noch zu finden. Tschüss. Welcher Weg ist besser? Glaubt ihr hier? Wölfe! Wieso kriege ich eigentlich die epischen Battle-Slow-Mos nur bei Wölfen? Ich hätte das gerne auch mal bei so anderen Gegnern. Also hatte ich ja schon, aber nicht so oft. Sad. Schnee. Oh, wir kommen der Sache näher. Es ist mittlerweile schon auf der Karte. Hier ist auch sehr hübsch. Falls jemand für mich einen Tipp hat für einen schönen Umgebungsmod, also im Sinne von, dass es die Umgebung hübscher macht, zum Beispiel schönere Farben, wäre ein Hinweis sehr freundlich. Weil ich finde das, glaube ich, ganz schön. Oh, Labyrinthion. Schön. Eistroll. Ich dachte mir, ich kann ja mal meine Stimme benutzen. Oh Mann, ich stehe mal viel. Oh, wow, wow. Stufensteigerung, aber fast gestorben. Alter Schwede. Moment, ich habe doch noch so ein Gesundheitsfeld. Lege ich mal an. Hm? Los, Lydia! Ich bring euch um, wenn ich es muss! Verbrenn ihn! Oh, 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 oh. Ah! Nein, ich bin nicht in Panik. Eistrolle so. Ach, schön, gerade habe ich mich beschwert. Teufel, nehmen wir mit. Gehe hier durch. Ich glaube, da sind noch ein. Ja, doch, ich muss sprechen. Es sind, glaube ich, noch ein Dutzend mehr Gegner. Aber es ist der kürzeste Weg. Ja, komm. Genau. Geh mal durch. Ja, ich bin leider. Aus wie Vorräte, da gehe ich mal hoch. Hängen geblieben. Okay, keine Vorräte, aber Gold ist auch immer gut. Okay. Hier gehe ich wann anders nochmal her. Ich glaube, das war ein bisschen umfangreicher. Jetzt gehe ich erstmal nur durch. Oh. Wer? Wer? Wo? Nein, noch ein Troll. Rette sich, wer kann. Leave me alone. Nicht nett. Die Treppe geht nicht geradeaus. Lydia? Kämpft bestimmt gegen den. Naja, wenn ich irgendwo reingehe, poppt sie in der Regel auf. Okay, SNRP Landscape. Das gucke ich mir mal an. Dankeschön. Vielleicht ist das cool und vielleicht läuft das auch schön. Weil man hat hier. Ups, Fallschaden. Ich zeig das mal ganz kurz. Man hat hier halt so einen schönen Creations-Tab. Und dann kann man sehen, was man installiert hat. Das finde ich eigentlich ganz nett. Vor allem, weil das auf Konsole geht. Normalerweise ist das ja immer ein bisschen den PC-Spielern vorbehalten. Aber
bei Skyrim dachten sie sich, wieso nicht auch auf Konsole? Wer bist du? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Milchtrinker? Geht heim zu eurer Mutter. Hallo? Ich bin ein Khajiit. Hab Angst vor mir. Niemand hat Angst vor Khajiit. Hartes Leben. Lydia? Bist du langsam wieder da? Ich verliere die regelmäßig. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwo mir Eigentum kaufen kann, damit ich auch eine Truhe habe. Dann muss sie auch nicht meinen ganzen Scheiß tragen. Oder sonstiger Söldner, den ich vielleicht mal mitnehme. Mal gucken. Da gibt es ja auch so eine Vampir-Lady. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Aber die fände ich auch als Begleiter ganz cool. Also ich habe sie schon mal als Begleiter dabei gehabt, deswegen. Die ist ganz cool. Was haben wir hier? Na, pop schon auf. Ich stehe literally davor. Pop auf. Noch reingehen. Kienstag Ruine. Wie auch immer man das ausspricht. Mal ganz kurz reinlinsen. Aha. Eine Truhe. Vampirella, ja, hieß sie so. Ich bin manchmal so schlecht im Namen. Ich bin immer froh, wenn ich weiß, dass, wie mein Kara heißt, wenn er nicht selbst erstellt ist. Jetzt habe ich den Dietrich aufgebrochen. Ich vergesse den Namen von NPCs sehr, sehr schnell. Ach, wieder mal ein Dietrich in einer verschlossenen Kiste. Eisenrüstung. Ja, leider ist die nicht besser als das, was ich trage. Ah, Moment, ich habe ein Level Up. Schon wieder vergessen. Okay. Gesundheit ist auf 190, Ausdauer 130, Magiker 100. Magiker benutze ich ja eigentlich nicht. Ich würde jetzt auf 200 erstmal gehen. Machen wir mal. Und dann packen wir vielleicht in die Verteidigung was rein. Unbewaffnete Angriffe mit schweren Panzerhandschuhen. Ich habe keine unbewaffneten Angriffe. 25% Rüstungsbonus, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Gar nicht mehr. Speichern wir fix. Und dann geht's weiter. Da gibt's ja noch mehr zu looten, glaube ich. Bin ich noch auf dem richtigen? Ja. Ich habe die ganze Zeit das andere Symbol oben. Ah, Lydia! Hi! aber das ist ja die andere Quelle. Ich glaube, ich mache die mal eben aus. Das irritiert mich. Da. Okay. Kümmern wir uns erstmal um das Horn. Wir sind gleich da. Woher loote ich nun? So, das ist Ustensa. Oh ja, stimmt. Ganz leicht geblockt. Ganz leicht geblockt. Mach dir einen schönen Teppich. Mann. Okay. Ich werde euch brennen. Reden bekommen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich glaube, das mal erhöhen. Ich danke euch. Komm schon. Lydia? Wieso stehst du da hinten? Vorsicht, Schlammkrabbe. Schön. Das hast du gut gemacht. Du hast sie einfach gegrillt. Nehmen wir mal den Kram von ihr mit. Ja, tut dir keinen Zwang an. Schick einfach. Guck mir das dann später an.
Knoblauch. Das ist echt gut, wenn ich ein Vampir werden will. das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Was haben die Krieger noch bei sich gehabt? Wo sind die? Da. Gold, Stein, Verrüstung. Gut. Da ist noch einer. Oh, der ist ein bisschen besser als mein Schwert, aber mein Schwert kann ja noch mehr. Aber nur wenn Mond ist. Ich nehme ihn mal mit. Nehmen wir auch alles mit. Darauf, dass wir wieder überladen sind irgendwann. So. Jetzt müssen wir da noch rein. Oh nein, ein Foto. Ja, ein Heiltrank. Yippie. Fass. Ja, ich weiß, dass ich eine Taste dafür drücken kann, aber ich drücke mal eins. Okay, let's get inside. Speicher nicht vergessen. Ja, wenn die alle schon tot sind, dann gönne ich mir natürlich und klaue ihnen einfach den Kram, ne? Ja, ja, ich weiß. Okay, du wärst du. Seid ihr zum Sterben bereit? Ist das alles, was ihr könnt? Musstest du den jetzt umbringen, Lydia? Wirklich? Der hat uns geholfen. Ah, na gut. Mehr Loot für mich. Gold. Spitzhacke brauche ich jetzt alles nicht. Vielleicht von anders. Okay. Was hast du noch? Bergblume, Seelenstein, Zauberrang des Beschwörers. Beschwörungszauber fügen wir 60 Sekunden über eine um 25% längere Dauer. Das brauche ich nicht. Nicht mit meinem Job. Getränk, perfekt. Da, das wollte ich. Kurz näher ran, damit ich sehe, was ich hier alles einstecke. Bücher? Ich glaube, das habe ich auch schon 3-mal gelesen. 4-mal. 10-mal. Okay. Voran! Auf in den Kampf. Hoppla! Da hat sich meine Kamera verabschiedet. Hi! Kleinen Moment, das haben wir gleich. Okay, ich glaube, die hängt wieder. Weiter geht's. Zusätzliche Magiker, das nehme ich trotzdem mal mit, auch wenn ich es nicht brauche. Cool, ich muss gar nichts tun. Ich hab Lydia. Zauberbuch, sehr schön. Was hast du noch? Gold. Gold. Uff. Ich warte ja schon auf die erste Falle, die ich irgendwie übersehe. Lydia ein Zweihänder zu geben, war die beste Entscheidung, glaube ich. Die geht ja richtig ab mit dem Teil. So. Schild, was habe ich denn für ein Schild? Stahlschild. Der hatte auch ein Stahlschild, glaube ich. Ne, der hat ein Eisenschild, das ist schlechter. Gut.
Oh. Gesundheitstränke. Die brauche ich. Nichts weiter. Elfenohr. Leider kein echtes. Was ist leider? Ich mag Elfen. Just to clarify. ich glaube, das war dieser Dungeon, wo ich mich generell gerne verlaufe. Wenn ich links gehe, komme ich in einen. Also geradeaus geht's, glaube ich, weiter. Dann gehen wir erstmal hier rein. Die haben Gold. Die ist leer. Vorher lesen. Noch ein Zaubertrank. Leer. Ups. Ah, eine Kiste. Sehr schön. Durch Gräber laufen ist immer... Was kann man alles looten? Oh shit, nee, das wollte ich nicht mit. Egal, jetzt ist es zu spät. Also entweder ich baue mal was aus den ganzen Steinen, die ich habe, oder ich verkaufe die. Aber ich schlepp die immer mit mir rum. Ist auch leer. 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 Hier ein Zaubertrank der Gesundheit. Oh, Zaubertrank des Schlossknackens. Das ist gut, falls ich ein schweres irgendwo finde. Kann ich mich boosten? Noch ein Heiltrank. Ja, wieso nicht? Nutze ich zwar nie, aber kann man ja mal mitnehmen. Okay, ich glaube. Ja, da geht es irgendwie weiter, aber ich weiß nicht so genau, wie man da reinkommt. Mal gucken. Das Problem ist auch, dass hier immer alles gleich aussieht. Also das soll jetzt nichts Schlechtes sein, aber links und nochmal links. Ja, aber da war ich doch gerade. Ah, Geheimtür. Richtig. Die müssen wir erst aufmachen. Da war irgendwo so ein Ding. Genau, hier so eine Fassung. Okay, ja, mal gucken, was wir da Feines finden. Laufen wir erstmal weiter. Hm? Ja, nee, Knochen brauche ich nicht. Links oder rechts? Links ist nichts weiter, aber ich gucke trotzdem, ne? Steinhaufen. Oh! The fuck? Hat mich gerade der Langbogen verletzt, während ich über ihn drüber gestolpert bin? Wow. This game never fails to amaze me. Okay. Geradeaus ist noch ein Raum, aber ich tippe mal. Doch, das könnte der richtige Weg sein. Jetzt kommen sie wieder alle aus ihren Gräbern. Uff. Gut gemacht, Lydia. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Man merkt, ich bin noch zu faul, die Sachen wieder wegzuwerfen. Ich behalte sie dann einfach. Gut, 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 gut. Hier ist nichts weiter. Guck mich erstmal noch um, bevor es weitergeht. Das ist die obere Ebene. Schön. Wundertrank der Illusion und ein Zaubertrank der Heilung. Und Loot. Ich hätte schwören können, hier drin waren mehr Gegner, aber... Au, hier bin ich ja schon richtig.
Aber irgendwie bin ich verwirrt. Vielleicht war das doch ein anderer Dungeon. Okay. Ja, gut, denn wenn wir schon mal da sind, dann gehen wir jetzt auch rein, ne? Nehmen wir noch das Gold hier mit. Speichern. Und rein uns. Oh. Okay. Trink dir mal kurz aus. So. Schön ist, wenn man ein Spiel eine Weile liegen lässt und nochmal spielt, erinnert man sich an nichts. Oder nur so an Fragmente. Boah. Der war random. Mhm. Okay. Ich weiß, ich könnte die Pfeile mitnehmen, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen zu faul dazu, die ständig zu traden mit Lydia. Da springen wir nicht runter. Von der Kombo geht's hier weiter. Ja. Natürlich. Eine Falle. Don't burn. Wie? Wieso brennt sie nicht? Wieso brenne nur ich? Was soll das? Ich fühle mich leicht verarscht. Hallo. Komm bestimmt gleich hier hoch. Jawohl. Au. Ja, mein Endgegner. Und das Blöde ist, der Endgegner kommt ständig wieder. Der ist nicht nur einmal da. ja. One-Time-Falle, ja. Wahrscheinlich. Ach, da oben. Was ist denn die... Hä? Was ist denn die Treppe? Ich bin gerade verwirrt, sorry. Ach so, da hinten. Please stop. Nicht mich schlagen, Julia, bitte. Wie sagst du immer was so schön? Was macht ihr denn da? Eurer Seite. Motzt die mich an? Mach deinen Job richtig? Dann hau ich dich auch nicht. Heiltrank. Perfekt. Sonst gibt's hier auch nicht sehr viel. Oh, ein Tuch. Gut, weiter. Wir sind jetzt auf die andere Seite. Oben lang wieder. Richtiges Labyrinth. ich glaube, hier ist nichts. Nope. Mal speichern. Das ist entzündlich. Okay, komm her. I got this. Ich weiß nicht. Julia nimmt mir hier die ganze Freude gerade. Ah, ist okay. Dann bin ich zumindest hier nicht im Feuer. Toll, dass sie alle ein bisschen Gold an sich haben. Den hatte ich ja gerade schon. So. Ich glaube, wir müssen weiter runter. Ich gucke aber erstmal, was hier noch ist. Schwarzes Gift, nehmen wir mal. Ein Trollschädel. Okay, why not? Eingesteckt. Das brauche ich nicht. Ah ja, ich habe eine vage Erinnerung an so etwas habe ich noch nie gesehen.
Ja, das sagst du immer, wenn wir irgendwo runtergehen. Skelette! Stür! Schön. Du hast natürlich nichts Schönes bei dir. Da ist noch eine. Au! Da. Lydia, ich hab dich echt gern. Und du bist... Man könnte meinen, sie ist overpowered, aber sie hat eigentlich fast die gleiche Ausrüstung wie ich. Okay. Da unten kriege ich auf jeden Fall ein Wort. Und in die Richtung weiß ich nicht, ob das die richtige Richtung ist. Ich gehe jetzt erstmal da rein. Runter gehen wir dann gleich noch. Aber da ist mein Pfeil. Meine Quest. Oh, ein Rätsel. Wieso gebe ich mir eigentlich Mühe? Kann alles Lydia für mich machen. Rutsch mal. Ja, ich erinnere mich daran. Fun Fact, ich habe Lydia da drin mal eingesperrt. Aus Versehen. Und dann habe ich sie nicht mehr rausgekriegt, weil man hier ja zwei braucht, um das zu aktivieren. Oder man braucht irgendwas anderes. Ich weiß es gerade nicht mehr. Anyway, ich gehe erst mal hoch. Aber ich glaube, ich muss eh unten lang. Die Rätsel waren teilweise nicht ohne. Heiltrank, sehr schön, sehr schön. Bisschen Gold. Gut. Okay. Planänderung. Wir gehen erst das Wort holen und dann kommen wir zurück. Ja, aus Versehen. Sie stand halt da drin und dann ging das Tor zu. Ich hatte nichts damit zu tun. Wenn man keine Ausdauer hat. Lernen wir was Neues. Dahinschwinden, ätherische Gestalt. Was konnte ich denn damit machen? Der Turm greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden, noch jemanden verletzen. Aber ich kann es anscheinend nicht ausrüsten. Warum? Muss es noch mehr in mich rein? Nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht erklärt sich das noch. Haben wir unten noch irgendwas? Ich habe vergessen, dass ich springen kann. Ah. Ein Toter. Mit. Er ist ein sehr sneakiges Wort. Auf jeden Fall. Okay, dann halt ich. Ein bisschen schneller laufen, mal die Waffen wegstecken. Eine Kiste. Oh, das kann sein, ja, dass ich eine Drachenseele brauche für einen neuen Schrei. Richtig, richtig. Ich habe ja von den Graubärten Wissen gekriegt, aber so kann ich ja nicht einfach was Neues nochmal lernen. Siehst du, das meine ich. Ich vergesse die Sachen. Aber freue mich dann, wenn ich es wieder neu lerne. Gut. Wort eingesammelt. Alles gelootet, was ging. Versuchen wir uns mal den Rätsel.
glaube, ich kann Lydia da stehen lassen. Ich weiß es aber nicht. Beziehungsweise oben ist ja auch noch was. Gucken wir uns das erstmal an. Was sagt denn die Karte? Ja. Also nur ein Stück. Okay. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ich glaube, die sind in der Falle verbrannt. Aber nur so eine Idee. Schnell durchlaufen. Truhe. Kleinkram. Kleinkram nehme ich mit. Seelenstein. Noch ein Trollschädel, ne, einer reicht mir. Für meine Sammlung. Da hinten ist eine Kiste, wie komme ich denn da hin? Nicht hier. Das scheint auf einer anderen Ebene zu sein. Okay, dann wohl nicht. Gut. Da lang. Mal schauen, wie das hier funktioniert hat. Das ist die erste Tür. Bleib mal hier stehen. Bin immer noch da. Wie ihr wünscht, Tane. Ich glaube, da brauche ich diesen... Nicht den Schrei, den anderen Schrei. Level entspannt. Ich hab dich doch da deponiert. Wieso hast du dich bewegt? Wir brechen auf, wie ihr wünscht, Tane. Ja, ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Komm her, stell dich hier hin. Hier hin. Komm, 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 komm. Ja, ja. Noch ein Stück. Wieso leuchtet das nicht? Nochmal neu holen. Okay, komm, 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 komm. Oh Mann! Das hat bestimmt eine Abklingzeit. Ja, hat eine Abklingzeit, okay. Einmal da runter, du musst dich da vorstellen, Lydia. Einmal da vorstellen. Komm. Perfekt. Bin immer wie ihr wünscht, Tane. Nicht bewegen. Linse. Muss das besser timen. Wieso klappt das nicht? Vielleicht andersrum. Vor allem, wieso funktioniert das nicht, dass sie da stehen bleibt und das leuchtet? Any help? Ah, doch, okay. Nee, doch nicht, das war ich. Also kann ich sie nicht hier parken. Wie ihr befehlt, Tane. Jetzt ergibt auch meine Geschichte wieder Sinn, dass ich sie da drin eingesperrt habe. Aber erstmal muss ich da durchkommen. Okay. Ich bin direkt. Ich bleibe hier und passe auf. Ja, bleib mal hier. Nicht, dass du da drin wieder verloren gehst. Ja. Hab's geschafft. Mit Willenskraft. Okay, ich glaube, wir sind auch gleich drin. Oh, oh, oh. Vorsicht, das sind Fallen. Fast schon wieder nicht gesehen. Okay, hier kann ich mich auch durchwinden. Ah, winden. Mit Wind.
Oh Gott, Schenkelklopfe. Tschüss, Gegner. War schön mit dir. Okay. Nochmal. Ich muss hier gar nichts tun. Ich verbrenne sich einfach alles selbst. Okay. Ich kann noch nicht. Cool. Ich bin auf die Plattform gekommen. Jetzt heißt es hier durch. Speicher mal vorsichtshalber. Und setz mich bequem hin. Vorsichtig, dass die Kamera nicht wieder runterfällt. Das sieht gut aus. Hättet sie? Das sieht sehr gut aus. Oh nein, die Erde bebt. Tun die mir was? Ich weiß es nicht. Lieber mal durchfetzen. Rätselhafte Notiz. Was steht da denn? Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Miete das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Du bist kein Freund. Du hast mein Horn geklaut. Merkt ihr das? Gut. Die nehmen wir auch nicht mit. Ist hier sonst noch irgendwas Cooles? Bisschen Gold. Ja. Ne? Das Problem ist, Lydia steht jetzt da vorne und ich muss sie eigentlich noch abholen. Ich glaube nicht, dass sie neu spawnt, aber naja, mal gucken. Jetzt ein Shit mitnehmen. Leere Urne, leere Urne, leere Urne. Keine leere Urne. Fette Truhe. Oh, ein makelloser Granatstein, das ist schön. Auch einfach mit. Ein bisschen Gold. So, hier ist die Geheimtür. Wo ist denn... Ah, es ist gar keine Tür. Es ist einfach nur ein... ich dachte, da ist eine Tür. Es sah aus wie eine Tür aus Stein. Aber wirklich jetzt eine Tür. Schön. Sind wir da draußen. Hier ist der Hebel. Genau, das war die Geheimtür, die ich vorhin gesehen habe. Ich habe mich an sowas vage erinnert, aber wusste nicht, ob das hier das gleiche war, weil die ist leer, genau. Okay. Hole ich Lydia jetzt wieder ab? Wo waren die? Hier runter, glaube ich. Oder gucke ich, ob sie einfach spawnt. Schwierig. Ich hole sie. Ich will sie nicht da lassen. Ich brauche sie noch. Ich habe mich schon wieder an Grippe verletzt. Mann. Warum ist das so? Warum hat das Spiel so eine Art von Schaden? Ups. Wäre ja auch zu leicht, könnte Lydia mit mir da so durchflitzen mit meinem Windschrei. Das ist zumindest keine Gegner mehr. Kann ich ja mal die Waffe wegstecken. Oh shit. I forgot about this. Ups.
Könnten mich eigentlich auch ganz mutig einfach nur runterstürzen, aber ich nehme gerne den Weg der Treppe. Man weiß ja nie, was der Fallschaden so bringt. Wenn die Ausdauer ausgeht. Gott, sind wir so weit vorgelaufen. Oh mein Gott. Lydia, warte auf mich. Ich hol dich ab. Falsche Richtung. So, hier runter. Und auf der anderen Seite hoch und dann müsste sie ja stehen. Meine persönliche Sidequest. Lydia abholen. Jetzt ist witzigerweise auch die Tür offen. Wir brechen auf, wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Wenn ich durch bin, bleibt die Tür offen? Oder... Weil das wäre jetzt uns ziemlich dumm eigentlich gewesen. Gut, das ist die Frage, welcher Weg ist kürzer. Eigentlich macht es keinen Unterschied. Kommen wir hier raus? Und? Ich glaube nicht. Wir gehen einfach nochmal den Weg. Keine Lust, das nochmal zurückzugehen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Sie sind doch einfach nur brennende Gegner. Sie kommt nicht mal hinterher. Okay, komm. Wir nehmen den sicheren Weg nach draußen. Ich frage mich gerade etwas. Muss ich überhaupt rausgehen? Kann ich mich nicht einfach porten? Schauen wir mal, ob das geht. Aktueller Standort. Nein, von diesem Ort kann man nicht schnell reisen. Habe ich mir schon gedacht. Ist ja auch ein Dungeon. Das hätte mich jetzt echt geärgert. Kommst du mit? Ja, nicht gut. Nee. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Treppe habe. Ich gehe da irgendwie immer hoch. Sind wir mutig. Wait, bin ich hier richtig? Ja, da geht's los. Ich hab's geschafft, dich zu verbrennen. Nee, Moment. Hä? Wo bin ich? Hilfe. Hab ich verlaufen. Lost Khajiit möchte gerne von seinen Eltern abgeholt werden. Ach, die Tür. Ich hab sie. Geschafft. Okay, mal kurz. So. Okay, ich korrigiere, ich bin noch nicht draußen, aber ich habe den richtigen Weg gefunden. Das ist auch schon viel wert. Ich komme dem Ausgang näher. Hier stapeln sich auch einfach die Toten. Oh, da oben ist noch was. Mein Adlerauge hat was gesehen. Aber. Im
im Ikea, ja, ich weiß nicht, ob ich im Ikea verloren gehen würde, aber hier kann man doch recht schnell sich verlaufen, würde ich mal behaupten. Ist auch schon dunkel geworden, seit wir da drin waren. Und wer hat hier eigentlich ein Feuer gemacht? Interessant. Egal. Am besten geben wir die Quest auch direkt ab. Dann müssen wir nicht alles mit uns rumschleppen. So, triff dich mit dem Dieb des Horns. Jetzt können wir ja schnell reisen. Perfekt. Den Himmel finde ich wunderschön. Ich liebe diese Farben. Ich habe auch unglaublich viele Screenshots gemacht in meinem allerersten Run, immer wenn der Himmel so aussah, weil es ist einfach nur richtig beautiful. Einmal kurz admiren. Okay, weiter geht's. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Sind wir dabei? Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Okay. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Wächter Dämmerwacht, wovon sprecht ihr? Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Vampire töten, wo kann ich unterschreiben? Nee, ich habe kein Interesse. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht möchte ich ja auch ein Vampir sein. Und das wäre dann natürlich ziemlich dumm, der Dämmerwacht beizutreten. Wobei das auch geht. Kannst du ein bisschen zweigleisig fahren, aber das ist... Nee, machen wir jetzt das nicht. Das sagen sie alle. Bis ihre Kehlen von einer Bande hungriger Vampire zerfetzt werden. Wenn ihr eure Meinung ändert und in den Kampf ziehen wollt, bevor es zu spät ist, redet mit Isran auf Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifthorn. Werde ich tun, wenn ich das möchte. Und ich glaube... Erstmal nicht. Sie einfach die Leichen hier liegen lassen. Also, mein Computer hat sich schon wieder verabschiedet. Sorry. Wenn ich sonst gespielt habe, dann haben mich die Kultisten immer irgendwo in der Pampa aufgegriffen. Also, dass die jetzt so hier im Ort waren. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ich suche gerade mein Fenster. Kleinen Moment. Ich kann es aus dem Chat nicht sehen. Es ist weg. Kleinen Moment. Ich habe kein Overlay, deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass ich hier kurz ein bisschen an meinem Bildschirm rumfummel. Jetzt habt ihr mich auch noch gehört, weil der Lautsprecher umgeschaltet hat. Ja, wir sind wieder da. Hallo. Okay, ich wollte eigentlich nicht meine Waffe ziehen. So. Dann gehen wir jetzt mal den Dieb suchen. Du. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Was? Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ach so, ja stimmt. Ich muss ja das Dachzimmer mieten. Dann machen wir das mal. Das Zimmer unter dem Dach? Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Mysteriös. Aber das wird schon alles seine Richtigkeit haben. So. Wie lange muss ich hier warten? Ich habe die Notiz nicht mitgenommen. Okay, ich warte einfach mal ein paar Stunden. Der wird schon auftauchen. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe.
Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Red doch hier mit mir. Folgt mir. Oh ja, ist ja gut. Geh voran. Jetzt mal wieder ein bisschen rumgeschneckt. Wer war das denn? Geh da rein. Los. Hopp, hopp. Beweg dich. Mach mal die Tür zu. Schließ die Tür. Nun können wir reden. Oh ja, das war die Geheimtür. Stimmt. Ist das nicht die Diebesgilde sogar? Oh, lauf schneller, Frau. Nee, das war irgendwas. Ah, na, ich werde es ja gleich erfahren. Okay, seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Entschuldigt, ob ich so hier jemanden treffe. Die Graubärte haben recht, ich bin ein Drachenblut. Erstmal fragen wir nach dem Horn. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Okay. Ihr solltet besser einen Grund haben, einen guten Grund haben, dafür haben, mich hierher zu verschleppen. Ich bin nur wegen des Horns. Man kann so richtig naiv sein. Ich will nur das Horn. Gib mir das Horn. Los, hopp. Ich muss zu den Graubärten zurück. Ich habe keine Zeit. Los, schnell, schnell. Okay, was wollt ihr von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche, euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach... Okay, mach ich. Ihr solltet besser eine Erklärung parat haben, aber plötzlich... Ja, wir hören einfach mal zu. Wir sind freundlich, ja? Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Wieso glaubt mir Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Los. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Warum habt ihr das Horn entwendet? Warum sucht ihr ein Drachenblut? Ihr habt gesagt, dass die Türme hinter euch her sind. Ich muss euch nichts beweisen. Ich bin hier fertig. Tschö. Erstmal fragen wir nach dem Vertrauen. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Okay. Warum habt ihr das Horn genommen? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Klug eingefädelt. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Und ob. Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Ich absorbiere einen Teil der Macht der Drachen. Mehr kann ich nicht sagen. Das geht euch nichts an. Ja, nur das Erste. Gut, und ihr werdet bald genug die... Warum sucht ihr ein Drachenblut? Aus der Haken an der Sache ist auch gut. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. So. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Okay. Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind. Ja. Wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Wieso nur vielleicht? Ich kann den Schrei. Soll ich dich mal anschreien, Delphine? Okay, was ist der Haken? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Okay. Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Oder wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Na. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden.
Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Oha. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Okay. Ja. Wisst ihr, wie verrückt sich das eigentlich anhört? Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er Recht und ich Unrecht. Okay. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Stimmt. Ihr wart in der Drachenfeste, als ich ihn ihm gab. Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Okay. Der Drachenstein war eine Karte? Ja. Eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Okay. Habe ich doch gerade gefragt. Wieso ist das noch hinterlegt? Egal. Und wo soll es hingehen? Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Okay. Moment, ich bin noch nicht ganz bereit, um zu gehen. Lasst uns einen Drachen töten. Okay, Moment. Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Künishain. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Natürlich. Ich möchte mir das Drachenblutbuch angucken. Das Buch um Drachenblut. Ich lese es trotzdem nicht. Logischerweise. So, hier haben wir noch eine Karte. Hallo Lydia. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künishain. Auf einmal sieht sie richtig fancy aus. Hier ist nichts drin. Oh, ich kann hier Geld klauen. Und das ganz legal. Aufstieg und Fall der Klingen. Gut, davon kriege ich nichts. Ordner, ich bin auf Reisen. Ihr übernimmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja. Ich bin auf Reisen. Tschö, ne? Komm später wieder. Ja, nimm mal ein paar Zaubertränke mit. Kann ja nicht schaden, ne? Ist ja alles gratis. Okay, eine Pfahlwurzel. Auch sehr schön. Nordranke. Schlachterfischei. Daraus kann man sicher schöne Sachen machen. Salz ist auch gut für Alchemie. Und das Ding hier. Lydia ist schon wieder müde. Noch mehr Tränke. Einfach alles einstecken, was hier rumliegt. Stahlpfeile gebe ich der netten Lydia. Gold, Rolle des Chaos, supi. Rolle der Stärke, perfekt. Die kann ich auch gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Was kann mein Schwert? Okay, mein Streitkolben. 11 Schaden, sonst nichts. Stahlschwert, 9 Schaden. Schwert der Klingen, Schaden 2, wird schon ein bisschen besser, nehme ich. Orkischer Zweihänder nehme ich nicht. Das ist einfach nur ein Langbogen. Okay. Mehr ist hier nicht. Ah, noch hier ist noch ein bisschen Kram für Alchemie. Und im Fass. Rollerbeeren. Da liegt noch was, ne? Ja, Eisgeistzähne. Die sind so durchsichtig, die sieht man kaum. Ich bin direkt hinter euch. Okay. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich gebe dir direkt mal Kram, damit ich das nicht vergesse. Pfeile. Pfeile. Mein Spiel hat sich gerade aufgehängt. Oh, hat es doch nicht. Ich bin blöd. Ich habe nicht gesehen, dass ein Fenster aufgegangen ist. Gut, das rüste ich aus. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Das kann auch weg. Wieso habe ich das mitgenommen? Das war bestimmt aus Versehen. Kann ich ihr noch was geben, was sie anziehen können? Ich bin schon wieder fast zu schwer. Schriftrollen.
Alles klar, dann hab noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder halt auch, wenn wir gemeinsam spielen. bis dann. Aber ich glaube, ich mache heute auch nicht mehr so lange. Es ist ja schon kurz vor 10. Und so langsam kickt die Müdigkeit dann doch ein bisschen. Ja, das hat alles kaum Gewicht. Schlüssel haben sowieso kein Gewicht. Anyway. Ich schmeiß das einfach mal auf den Boden. Das nehme ich mit, den nehme ich nicht mit. Und den Kram will ich eigentlich verkaufen. Ich muss mal einen Käufer finden dafür. Dann mal los. Zack. Okay, eigentlich ist das hier auch ein guter Punkt, um zu beenden für heute. Weil, wie gesagt, ich bin auch schon ein bisschen kaputt. Es macht... Okay. Genau. Ich bin ein bisschen kaputt und dann geht natürlich ein NPC. Das passt doch. Da machen wir an dieser Stelle nämlich weiter. Und zwar ist das die Quest... eine Klinge im Dunkeln. Genau, das ist die. Dann gehen wir nämlich Delphine hinterher und gucken, was es mit den Drachen auf sich hat. Und wir müssen noch das Horn natürlich abgeben. Ich sehe gerade... Das ist natürlich fies, weil das Horn ist, glaube ich, nie da. Aber es ist trotzdem immer gescheitert. Anyway, das machen wir auch. Das wahrscheinlich nicht. Das kommt auch noch. Die finden wir irgendwann. Finde ich auch irgendwann. Und ja, ich muss eigentlich noch zu Klimek zurück und ihm Bescheid sagen, dass ich Vorräte abgegeben habe. Egal. Also, ich wünsche euch was. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Stream mit Skyrim macht immer richtig viel Spaß und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.